Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zurück zu South Park, die Rektale zur Reisprobe. Ja, wir machen ja weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Wir wollten ja noch in dieses Haus hier reingehen. Und dann wollten wir noch hier in das Nachbarhaus dann zu Craig gehen. Oh, was ist denn das hier Feines? Von welchem Planeten kommst du denn, hm? Das geht dich doch gar nichts an. Interessanter Aufzug. Bist du so ein Ich-darf-alles-Kind? Ja, natürlich. Was hast du gedacht? Jede Wette, Bradley und du passen zusammen wie Minze und Beeren. Also sehr gut. Man kann ja auch wirklich nichts kaputt machen, weil man ja auch keine Waffe hat, gell? Das ist... Und wieder kacken gehen. Er muss halt aber auch ganz schön öfter, gell? So viel ist er doch gar nicht. Halt so rum. Coole Moves. Nicht übel. Und weiter geht's. Super! Boah, Alter! Das ist ja krass, ey. Alter, diese Minigames, die sind ja Wahnsinn. Charakterbogen. Wir hatten doch irgendwas gehabt, oder? Oh, hier kommen ja ganz schön viel freischalten. Diesmal 2, 4, 6, 8, 10, 12 Stück. Wahnsinn. Komischer Bart, oder? Doppelkinn. Na egal. Was haben wir denn hier Spannendes? Hier können wir ja gar nichts klauen. Das ist ja mal ein langweiliges Zimmer. Henriettas Buch, wichtiger Gegenstand. Okay. Mit euch könnte ich den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen. Oh Mann, echt nicht schon wieder. Oh, böse. Lass mich in Ruhe, Spießer. Okay. Ein Selfie? Willst du mich verarschen? Ja. Verpiss dich! Okay. Hau ab! Okay. Bist du ein Spießer, rieche ich auf 100 Meter. Hau ab! Ich hoffe, die ganzen hohlen Likes für deine Beiträge machen dich glücklich, du Spießer. Diese Stadt geht in Arsch, es wird immer schlimmer. Deshalb versuchen wir es mit schwarzer Magie aus dem Internet. Aber Henriettas praller Bruder hat den heiligen Folianten für das Ritual gestohlen, sieht also scheiße aus. Wenn du den Folianten findest, das wäre echt mega gothic von dir. Du hast den heiligen Folianten gefunden? Leg ihn in den Zauberkreis. Jetzt die heiligen Kerzen anzünden. Wo denn? Welche denn?
Ach, der Umstand ist gerade. Ich brauche eine Fähigkeit, um diese Rätsel zu lösen. Ah, okay, da müssen wir halt nur warten, bis es dann weitergeht. Okay. Na gut, dann können wir das erst später machen. Da auch können wir auch nicht. Hier, da können wir auch nicht zerkloppen. Ich sage ja, uns fehlt irgendwie eine Waffe oder irgend sowas Spannendes. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Klopf, klopf. Sei gegrüßt, Bürger. Ich bin es, Super Craig. Schickes Kostüm. Es tut mir leid, aber ich kann im Moment niemandem bei Problemen behilflich sein. Super Craig kann sein Meerschweinchen nicht finden. Sag dem Kuhn, dass ich erst wieder spielen komme, wenn ich Stripe gefunden habe. Er ist kein normales Meerschweinchen. Er gehört mir und meinem Ex-Freund. Ganz richtig, Super Craig ist schwul. Ich wette, Stripe ist wieder unten im Keller. Fangen wir im Keller an. Da habe ich ihn zuletzt gesehen. Vielleicht hat er das Hundefutter unten ge... Ich muss erstmal klauen, es tut mir leid. Das ist wirklich wichtig. Das ist sehr wichtig, dass ich das ganze Zeug mitnehme. Ich brauche das für ein Projekt. Okay, wir gehen mal in den Keller, wenn du das sagst. Meerschwein, Meerschwein. Warte bei der Treppe, damit er nicht entkommen kann. Du erledigst den Rest. Sei vorsichtig, das könnte die schwierigste Mission sein, die du bisher hattest. Hey, da ist er, in der Lüftung, ganz oben. Du kannst ja, nicht zufällig deine Arme verlängern, oder, Wunderarsch? Oh, hier haben wir da irgendwas. Nailfrösche freigeschaltet. Oh, gut, die könnten hilfreich sein. Gern geschehen. Gern geschehen, sagt er. Halt, oder? Na, halt. Nee, halt. Mensch. Ha. Sehr verwirrend hier. Halt LT gedrückt, um den Untersuchungsmodus zu wechseln, ja. Nochmal! Das arme Meerschwein. Oh, das war's! Folge dem Meerschweinchen! Mach dein Ding mit der Kiste! Wow, Scheiße! Dass du das gerade echt gemacht hast! Du bist gut! Schaff das Ding aus dem Weg! Schafft das wow, Ding aus dem Weg. Das sah ganz schön knifflig aus. Schalt! Ja, brillante Rettungsstripe. Auch dank Wunderarsch und seinem mega krassen Arschloch. Du hast es geschafft. Wenn du Hilfe brauchst, kannst du auf Super Craig zählen. Sehr schön. Super Craig freigeschaltet. Das gefällt mir. Fange Stripe. Psst. Wo kommt die Hilfe her? Ja, was? Hey, bist du einer von Craigs Freunden? Suchst du nach Craig? Ich bin Kunstsammler, spezialisiert auf eine moderne und verstörende asiatische Kunstform namens Yaoi. Verrückt, oder? Aber gewisse Käufer zahlen Unmengen dafür. Falls du was findest, bring es mir. Ich belohne dich reichlich. Bring mir alle neuen Werke, die du findest. Okay. Nein, dann ist schon wieder. Draußen bleiben Schild an meine Tür hängen? Was willst du? Ich hab zu tun. Nee, sammel noch mehr Yaoi für meinen Dad, dann überleg ich's mir. Geht klar, Chefin. Immer diese Eingebildeten, das ist ja Wahnsinn. Okay, was haben wir hier Spannendes? Nur Schotter. Kann man nicht kaputt machen, das da oben. Oh, verdammt.
Und wir können schon wieder kacken gehen. Müssen wir irgendwie das Wasser ablassen? Funktioniert gerade nicht. Ja, egal. Vielleicht geht's ja irgendwann mal später. Super. Coole Moves. Okay, und abschütteln die Wurst. Sehr schön geschüttet. Wir sind der Schüttelmaster 2000. Wir haben jetzt Knallfrösche. Wir hatten doch noch irgendwo was gesehen. Nicht schlecht, Neuer, nicht schlecht. Das ist echt ein Riesenhaufen Follower. Du bist für das nächste Level bereit. Komm ins Kuhn-Versteck. Kuhn-Ende. Das Gast jetzt ist so, kann ich schon noch? Das kann ich auch nicht kaputt machen, dass der oben brennt jetzt. Komm ins Kuhn-Versteck, sagt er. Kann ich die jetzt anzünden mit diesen Knallern? Kann ich das jetzt tun? Okay. Scheiße, der Neue hat's geschafft. Wow, diese Truhe ist echt gothic. Mach sie auf. Okay. Echt jetzt? Das war alles? Das war antiklimaktisch. Scheiß Enttäuschung. Ja. Auf jeden Fall. Du hast uns geholfen. Dann machen wir eben so ein Selfie. Ja. Boom. Das Leben ist eine einzige Enttäuschung. Ich kann genauso gut auch ein Selfie mit dir schießen. Ich habe jetzt eh nichts mehr zu verlieren. Das ist wohl wahr. Aber sie können trotzdem alle grinsen, oder? Das ist Wahnsinn. Das machen wir nie wieder. Das ist echt so peinlich. Ach komm, jammer nicht rum, du willst es doch auch. Aber sie grinsen alle, gell? Sie jammern alle rum, aber alle grinsen. Echt total gothic. Wenn ein Spießer wie du ein Selfie braucht, um sich wohlzufühlen, dann machen wir halt eins, schätze ich. Warum nicht gleich so? Woohoo! Hoffentlich kommt meine zynische Seite raus. Schade, dass in der Kiste nicht mehr drin war. Echt schade, wirklich. Ich will jedes Mal auf diesen Sprinten-Button drücken. Den gibt's hier aber gar nicht. Bist du neu hier? Du bist aber kein Freund von Henrietta, oder? Noch nicht. Noch nicht. Das kommt noch. Der kann man nichts machen. Du redest auch nicht mit mir, stopp! Oder? Nee. Neuer, stopp! Siehst du die ganzen roten Legos? Das ist Lava. Die ist absolut tödlich. Nicht berühren. Halt, das ist unlogisch. Wer tut da Lava hin? Nimm das, Kuhn, Freunde. Es war Chaos. Ganz recht, Kuhn. Ich habe in der ganzen Stadt strategisch Lava platziert. Ich kann es euch doch nicht so leicht machen. Was wäre die Welt ohne ein bisschen Chaos? Okay, könnt abschalten. Um Chaos kümmern wir uns später. Wir haben andere Prioritäten. Kuhn, Ende. Okay. Lava.
diesen Inhalt im Store ansehen. Abbrechen. Will ich doch gar nicht. Ich will das doch gar nicht. Jetzt schau dir das an, Mann! Oh yeah, voll die Moves. Denn ihr habt mich von Asche, ihr Schlampen! Hast du vorhin schon mal gesagt? Ihr Tampons könnt nicht mal auf den Beat. Gut, was heißt vorhin das letzte Mal? War ja das letzte Mal. War ja in der letzten Folge. Hier kommen wir ja auch noch nicht hin. Ja, okay. Und wieder gesperrt. Gut los. Spülen muss die Teller und Gläser. Spülen, sie muss spülen. Hier haben wir schon was geklaut, ja. Gut, da kommen wir ja später bestimmt erst da hoch. Was war's? Fake. Dich, Mom. Ah, da bist du ja, Wunderarsch. Superheld sein ist schwerer, als du dachtest, hä? Ist schon okay, du stellst dich zwar beschissen an, aber ich hab Mitleid mit dir. Weil dein Dad deine Mom gefickt hat, als du klein warst. Komm mit. Ich erzähl dir was über Artefakte. Die meisten Helden verstärken ihre Fähigkeiten durch spezielle Ausrüstung. Siehst du das? Das ist ein Stärke-Artefakt. Du findest so Zeug überall in der Stadt. Der Witz ist, sie in deine Artefakt-Slots zu stecken. Na los, probier's aus. Probier's aus, drücke blablabla, um dein Smartphone zu sehen. Ja, Artefakt, ja. Jedes Artefakt kann nur an eine bestimmte Körperstelle gesteckt werden. Nimm das hier, um deine Stärke zu erhöhen. Drücke A, um Artefaktplatz zu bearbeiten. Ja. Rückstoß-Kombo-Schaden plus 88%. Plus ultimative Krafterholung. Okay, dann nehmen wir das hier. Artefakte steigern deine Macht, welche über die Kampfkraft deines Teams entscheidet. Um stärkere Gegner zu besiegen, musst du stärkere Artefakte ausrüsten. Okay, ich steigere deinen Heldenrang, um neue Artefaktplätze freizuschalten. Es verbindet sich mit deiner DNA und ist kurz unangenehm. Du wirst viele Artefakte finden auf deinen Superheldenabenteuern. Du kannst auch selber welche basteln. Denk dran, Macht bedeutet geile Mädels und Kohle. Du kannst deine Klasse jederzeit wechseln, indem du dich an Kuhns Tisch setzt. Du solltest diese Sechstklässler jetzt schaffen. Mach sie fertig, Arschlord. Arschlord. Das ist noch alles gesperrt. Schade. Wenn der das sagt, dann verprügeln wir die Sechstklässler jetzt gleich mal. Oder wir versuchen es zumindest. Kann ja auch sein, dass sie uns verprügeln. Hier, Mizi. Komm, Mizi. Mizi. Wirf einen Stein. Nein, ich darf einen Stein schmeißen. Ich finde euch schon noch, Mizis. Wirf doch stattdessen einen Böller. Hey, die sind teuer. Gib mir den Stein. Du Pussy, zünd das Scheißding an. Nein, ich werf den Stein. Hey, der kleine Viertklässler schon wieder. Jetzt gibt's mal richtig auf die Fresse. Ja, ihr kriegt jetzt voll auf die Fresse. Was ist los mit euch? Ach, jetzt kann man sogar mehr Bekleider mitnehmen. Okay. Wollen wir uns wirklich mit den Sechstklässlern anlegen? Ja, na klar. Keine Gnade, Leute. Klar, ladet alle eure Viertklässler-Freunde ein. Mehr Spaß für mich. Zeig uns, was du drauf hast. Helden und Gegner sind gleich stark. Ich lasse das einfach. Das das gleich ist. Ja, ich kann Schwierigkeitsgrad anpassen. Okay.
Weck mich dann mal auf, wenn ich dran bin. Geht klar. Jau! Das gibt garantiert eine Narbe. Wen soll ich quälen? Ich wähle dich. Doch. Was? Sechstklässler können nicht sterben. Wir sind unsterblich. Ja! Haha! Ohne zu zucken. Oh. Respekt. Wahnsinn, oder? Für Viertklässler seid ihr echt zähe Brocken. Komm wieder auf die Beine, Arschboy. Laut Wetterbericht hagelt Schläge. Ich bin angewidert. Was ist denn das hier? Ah, da heilt er mich. Okay. Da hauen wir den weg. Ne, wir lassen uns erstmal heilen. Ja, das ist der Jetstream zum Heilen. Ziemlich praktisch. Ziemlich praktisch. Drakes Blockkräfte erlauben es ihm, Schaden umzulenken. Wäre bis zum Ende des nächsten Zuges Schaden ab, okay? Ein Charakter, der Block nimmt nur Schaden, wenn er zurückgestoßen wird oder er der Angriff so viel Schaden anrichtet, dass er den Block durchbricht. Probiere Craigs Blockkräfte aus, indem du Y drückst. Hey, fick dich, ich bin Super Craig. Stümper Craig? Ich sagte, fick dich. Ich hab was für dich. Brumm, brumm, brumm. Los, Wunderarsch! Wunderarsch! Und dann wollen wir mal. Das habe ich kaum gesehen. Oh, da kotzt was. Ich habe zurzeit einen Haufen Stress. Den werde ich an dir abbauen. Nimm das, Zwerg! Nicht gucken, ihr Schwachteln! Es ist keine Zeit! Bist du da jetzt voll rein, oder was, die dumme Sau? Piu, piu! Kleiner Rückschlag! Piu, piu. Macht euch bereit! Warte mal, den kriegen wir doch eigentlich so platt, oder? Komm! Megafaustschlag! Das ist mächtig! Und wirft sie zurück! Spar dir deine scheiß Lebensgeschichte! Er ist auch etwas angepisst. Den haben wir die Fresse poliert! Den haben wir wirklich die Fresse poliert. Die pfeifen die. Okay, das war ziemlich cool. Geile Teamarbeit! Wir sehen uns! Okay, geile Aktion! Warte nur, bis sich rumspricht, dass wir 4 Sechsklässler verprügelt haben. Das fördert das Franchise. Obwohl dich jetzt natürlich alle Sechsklässler im Visier haben. Das war ein Fehler, ziemlich dumm. Okay, jetzt besorg uns noch mehr Follower. Egal. Aber die kann man ja gar nicht mehr looten und so, gell? Das geht ja jetzt alles gar nicht mehr. Hey, du hast bei Kryptonit nichts angegeben. Bist du unbesiegbar? Das geht nicht. Laut den Regeln brauchst du eine Schwäche. Such Mosquito, der hilft dir. Ich übertrage den Rest auf deine Karte. Es ist Zeit für ein paar Heldenmissionen, um deinen Charakterbogen auszufüllen. Okay. 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 Hier kriegt man auch keine Kohle. Schnellreisefreischaltung. Oh hey, dies ist deine erste Schnellreisestation. Such weitere, die werden dir das Leben erleichtern. Okay. Euer tolles globales Finanzsystem steht in Flammen. Na du, bist du mit Kyle befreundet? Ja. Sorry, ich hab nicht viel für Selfies übrig. Oh Manu. Ja, halten, aber wo kann man das hinziehen? Das verstehe ich noch gar nicht. Da hoch vielleicht. Du weißt, dass du hier nicht arbeitest, oder? Doch, doch. Doch, doch, ich arbeite hier.
Die Frage ist bloß, wo muss ich hin? Wow, hast du dein komplettes Outfit hier gekauft? Naja, bestimmt weniger. Riechst du das? Das ist der Geruch neuer Ware. Die Frage ist, gerne, was braucht man denn? Braucht man denn die Komponenten? Ich denke mal schon, oder? Komm bald wieder, wir kriegen ständig neues Zeug. Geht klar. Du weißt, dass du hier nicht arbeitest, oder? Nein. Okay, also du weißt, haben wir dass du hier nicht arbeitest, oder? Woher willst du denn das wissen? Dankeschön. Wir haben gerade neue gebrauchte Unterwäsche im Angebot. Wow, gebrauchte, das ist ja geil. Haben wir es jetzt blockiert oder kaputt gemacht? Ja, egal, dann gehen wir halt wieder. Hier gibt es ja auch gar keine Kohle diesmal raus. Freeman Tacos. Willkommen bei Freeman's Tacos. Okay. Wenn dich irgendwas hier drin anmacht, dann lass es mich einfach wissen. Willkommen bei Freeman's Tacos. Geiler Laden. Hier kannst du deine Zutaten x-beliebig mischen. Oh, hier. Kannst du meine Gedanken lesen? Das wollen die doch haben, gell? Oh, hier müssen wir... Dürfen wir hier? Wir dürfen hier kacken. Sehr gut. Coole Moves. Sehr schön. Super. Nicht übel. Und weiter geht's. Okay. Etwa. Nicht übel. Boah, Alter. Überall kann man hier kacken gehen, ey. Das ist ja Wahnsinn, ey. So, mein Freund, komm her. Bei Freeman's Tacos craftet man alles selbst. Du weißt, wie das geht, oder? Öffne einfach das Crafting-Menü, dann können wir anfangen. Du kannst Essen kombinieren, wie du willst. Erstmal ein Grundnahrungsmittel, der Burrito. Warme Tortilla drumherum gewickelt um, naja, um irgendwas anderes. Hier. Alles, was du für den Anfang brauchst. Hier steht, wie viel Essen du brauchst, um diese Tortilla zu füllen. Jetzt schmeiß einfach alles zusammen. Gut gemacht. Nach deinen ersten Schritten im Crafting können wir reinhauen. Du kannst Essen kombinieren, wie du willst. Probier aus, was passiert, wenn du einen Burrito mit einer Enchilada kombinierst. Herzlichen Glückwunsch! Aus Enchilada und Burrito hast du einen Enchirito gemacht. Das hat vorher noch nie jemand geschafft. Ach, was soll's. Nimm noch ein paar Rezepte. Die retten dir vielleicht deinen dämlichen Arsch. Okay, danke, danke. Ganz netter Onkel. Jetzt kann ich diesen Moment nur noch für die Geschichte festhalten. Mit einem Selfie. Mit einem Selfie. Morgan Freeman. Okay, das machen wir nie wieder. Ganz sicher. Ihr bringt doch irgendwas. Kann ich hier irgendwas... hier kann ich ja gar nichts klauen. Ich kann bloß hier hintergehen.
Naja, also machen können wir hier nichts mehr. Nur noch eine Sache. Was? Es soll so mächtige Fürze geben, dass sie sogar das Raumzeitgefüge verbiegen. Pass auf da draußen. Geht klar, Commander. Ja, da war's das schon wieder mit der Folge. Und wir sehen uns nächste Folge wieder. Ich danke euch fürs Einschalten, fürs Zuschauen. Lasst sehr gerne ein Abo da, einen Daumen nach oben da, falls euch die Folge gefallen hat. Und wir sehen uns nächste Folge wieder. Bis dahin, lasst euch nicht ärgern und nicht klauen. Ciao, ciao.